Wir haben heute eingehend über die Entwicklung des Euros diskutiert, über die Beschlüsse des Volumen und die Befugnisse beim EFSF, dem bis 2013 ausgelegten Stabilisierungsmechanismus zu erweitern, diskutiert. Für die FDP-Fraktion ist unabdingbar, dass die Kontrollrechte des Parlaments nicht nur gewahrt, sondern gestärkt werden. Bisher mussten sich die Finanzminister bemühen, ein Einvernehmen zu erreichen, konnten aber, wenn es nicht erreicht war, auch eigenständig entscheiden. Zukünftig soll gelten, dass ausschließlich nach Beschlussfassung des Bundestags eine solche Entscheidung getroffen werden kann. Wenn der Bundestag solche Beschlüsse nicht gefasst hat, dürfen die Vertreter Deutschlands in den Gremien nicht zustimmen. Sie müssen mit Nein stimmen, auch nicht durch Enthaltung quasi eine Zustimmung ermöglichen. Sie müssen mit Nein stimmen. Damit sind die Rechte des Deutschen Bundestags und des Parlaments gewahrt, gestärkt. Das ist für die FDP eine jetzt durch Beschluss klar untermauerte Position. Darüber hinaus haben wir bekräftigt unsere Auffassung, dass wir Eurobonds ablehnen, weil sie falsche Signale in die Entwicklung hineinbringen würden. Sie würden das, was der Zinsmechanismus leisten soll, als Preis für Kapital, den Druck aufrechtzuerhalten, dass die Haushalte ausgeglichen werden, vermindern, es würde die Dinge verzerren. Es wären quasi Ausweichreaktionen, die die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit, das Umsetzen von Strukturreformen hinauszögern würde, aber nicht eine Besserung der Situation herbeiführt. Damit haben wir nach langer engagierter Diskussion eine ganz klare Position bezogen. Die wird auch für unsere Weiterarbeit bindend sein. Vielen Dank. Herr Bruder,